Inspiriert von historischen Ereignissen und Charakteren, dieses fiktive Werk wurde von einem multikulturellen Team von Entwicklern entwickelt. Yeah, und Ubisoft ist dabei, Abstergo Entertainment natürlich auch, und es handelt sich hierbei natürlich um Assassin's Creed 4 Black Flag. Was sonst, Leute, ihr geilen Nougat-Schnitten, wir haben es hier schon heute so früh am Start und natürlich heute Abend gibt es die nächste Folge. Direkt zwei Folgen heute von Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich bin der Sepp, euer kleiner Gamer hier. Und wir fahren mal hier ohne Uplay bla fort. Und starten auch mal hier in diesem neu gestalteten, sehr schönen, wie ich finde, Menü. Ja, es erinnert irgendwie für mich jetzt persönlich an mein Ultimate Team, wo man auch mit diesen Windows-Kacheln alles gestaltet hat und alles sehr übersichtlich ist. Sehr schöne Bilder auch und ein bisschen Animation im Hintergrund. Das macht das Menü, finde ich, auch sehr cool. Und wir wollen natürlich ein neues Spiel starten. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie es denn weitergeht. Assassin's Creed 3 habe ich ja auch sehr gerne gespielt. War nicht mein Favorit der Reihe, aber, ich bin sehr, sehr heiß auf diesen vierten Teil, weil der in der Karibik spielen wird und ja, auch alles andere sehr, sehr geil aussah, was man auf der Gamescom und auf der E3 schon alles spielen durfte, sehen konnte. Und ich bin schon ein bisschen hart angefickt. Ich habe mich extra nirgendwo spoilern lassen, damit ich überhaupt nicht weiß, wie es mit der Story weitergeht. Seit dem letzten Teil ist da ja, naja, ich will nicht zu viel spoilern, aber es muss irgendwas Neues kommen, Leute. Und ich bin wirklich gespannt, wie es hier weitergeht. Und wir speichern gerade noch, dass wir das Spiel. Ubisoft präsentiert uns. Festhalten! Cape Bonavista im Juni 1715. Auf einem Schiff in der Karibik. Kannst du sie sehen? So, zum Bewegen benutzen wir den linken Stick und den rechten natürlich für die Kamera. Was sonst? Wow, 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 wir sind hier dick in einem der großen angekündigten Seeschlachten, die sehr, sehr geil bisher schon aussahen. Und vor allem auf der Next-Gen-Konsole richtig, richtig heavy werden. Oh, das wird so mega geil. Und wir gehen ja schon mal ans Steuer und versuchen mal hier. Wow, 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 wow! Kanonen abzufeuern. Um ihre Kanonen abzufeuern, halten sie L1 und bewegen. Drücken sie R zum Ziel. Und dann auf R1, um zu schießen. Ja. So wie immer, ne? Zum Glück hat sich hier nicht viel geändert. Und schießen sie für maximalen Schaden auf den Rumpf. Das ist auch schon mal ein guter Hinweis. Also immer hinten auf den Arsch zielen. Und wir schießen jetzt einfach mal, weil der direkt neben uns steht. Das direkt versenkt mit dem ersten Schuss. Benutzen Sie den rechten Stick, um die Kamera zu drehen. Hier nochmal hinten voll auf den Arsch drauf und das nächste Schiff versenkt. Und hier auch den nächsten. Mein Gott, hier alles so kleine Schiffe nur. Ja, doch mal nicht versenkt. Oh, schießen wir einfach mal hinten rein. Ha! Das hat ja gut geklappt, ey. So, die rechte hier vorne hat ja auch nicht mehr viel Leben. Mein Gott, wie schnell wir hier nachladen. Total gut. Und wir können auch ein bisschen den Winkel anpassen. Boah, da vorne. Oh, Alter, warte, da kommt ein großes Kriegsschiff auf uns zu. Und wir ballern da mal voll in die Masten rein. Das hat super geklappt. Und wir können uns auch ducken, aber wir wollen jetzt hier einfach mal fighten. Wir sind nämlich, dass wir, glaube ich, die einzigen hier mit Leben sind in diesem Gefecht, weil alle anderen Schiffe sind irgendwie ein bisschen am Arsch. Und naja, versenken wir die Schiffe, bevor sie uns versenken. Bam! Auch eine Taktik. Yeah, siegreich. Gehen wir aus der Schlacht hervor. Oh oh. Lösch die Flammen! Mach schon, du räudiger Hund! Okay. Das sah aus wie ein Assassine, würde ich sagen.
Und vielleicht war das ja direkt unser Hauptcharakter. Wer weiß? Weil den wir am Anfang hatten. Die Freibeuterei. Ist das gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Höchstens zwei. Also gut. Nicht mehr als zwei. Versprich es. Oh, oh. Ob er das so versprechen kann? Na, er hält sein Versprechen. Er geht nämlich nicht drauf. So muss das. Immer kämpfen für seine Geliebte. Oh, oh. Wir haben nicht so viel Leben. Und alles brennt um uns herum. Und naja, wir müssen mal hier durch, um ans Ufer zu kommen. Um uns zu retten. Und vielleicht treffen wir da ja auf den Assassinen. So, mit der 1 können wir auch schneller schwimmen. Das ist ja schon mal praktisch. Wenn wir gerade ein bisschen angeschlagen sind. Naja. Aber es sieht schon sehr schick aus mit diesem ganzen Karibik-Style. Fällt mir total gut. Ich stehe voll auf Palmen. Schon deutlich besser als Schnee hier. Sandstrand. Richtig geiles Wasser. Da wäre ich jetzt genau. Und hat's überlebt. Er freut sich. Oh, was ist das denn? War's für dich auch so gut? Havanna. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack! Ja. Also gibt das wohl doch kein Geld. Dich hole ich mir, Früchtchen. Gut, dass wir noch zwei Schwerter am Mann haben. Na komm, Mann. Das ist doch praktisch. Das war ein schlechter Anfang. Fällt mir schon mal sehr gut, wie er läuft. Total auf Speed. Sehr cool. Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg laufen? Ja, wir laufen jetzt einfach mal den ganzen Weg. Wo ist er denn hin? Und natürlich können wir wieder klettern. Können wir wieder klettern. So, wo ist er denn hin? Den Assassinen finden. Müssen wir hier oben auf so einen Ausguck. Das wär's ja. Wie kommen wir denn hier hoch? Da vorne kommen wir vielleicht hoch. Können wir hochklettern? Von der anderen Seite. Ja, das sieht doch so aus. Das ist doch wie für uns gemacht hier. Yeah! Über Lianen und alles, was dazugehört. Ja, da vorne geht es wohl noch nicht weiter hoch. Kann man hier weiter hoch?
Ja, wohl. Und dann sind wir hier oben auch gleich in dem Hort und natürlich im Assassin's Creed Style können wir uns hier gleich synchronisieren und dann finden wir hoffentlich den Assassinen. Ich hoffe zumindest, dass er dann angezeigt wird, sonst müssen wir noch ein bisschen suchen. Ne, ist noch nicht der Punkt, den Assassinen finden. Wo gibt's denn hier? Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Kann ich mich irgendwo fallen lassen runter? Hier wird auch nicht. Da können wir synchronisieren. Bäm! Da fehlen die Adler! Leute, wo sind denn die Adler? Wobei in der Karibik gibt es, glaube ich, keine Adler. Da bin ich mal gespannt, welche anderen Vögel denn hier dann rumeiern. So. Ja, dann springen wir doch mal direkt hier in die Palmenwedel. Da springt man doch gerne rein. Und da hinten rennt die Sau. Da hinten rennt die Sau. Und wir müssen jetzt hier weiter über die Insel kämpfen. Ja, vorne kommen wir drüber über die Schlucht. Warte mal, hier können wir den Bären direkt. Oder was ist das? Ist das ein Bär? Nee, ist viel zu klein für einen Bär. Und Bären gibt es auch in der Karibik gar nicht. Wildschweine. Ah, Wildschweine. Wer kennt sie nicht? Was habe ich die vermisst? Und direkt nehmen wir den ersten Schatz hier mit. Wir versuchen in diesem Teil mal ein bisschen mehr zu looten. So, auf welcher Ebene ist denn der Schatz? Oben nicht. Hat mir unten angezeigt, also vielleicht hier drunter. Da unten ist so eine Truhe. Ach komm, lass uns mal runterfallen. Und looten hier direkt die erste Kiste. Komm schon. Erbeuten. Wir sind doch ein Pirat. Wir müssen auch alle Schätze hier mitnehmen. Was ist das? Das ist mal ein Fass. Sehr schön. Haben wir direkt das erste Geld hier eingesammelt auf dieser schön verlassenen Karibikinsel. So. Jetzt sind wir weiter nach oben wieder. Ja, hier so doof runtergesprungen. Zum Schatz. Wir könnten uns zusammentun. Ne, der Assassine möchte sich aber nicht zusammentun, weil er sich für was Besseres hält. Ah, dem werde ich noch seinen Spaß austreiben hier. Auf jeden Fall. So. Ich glaube, wir werden so den ein oder anderen Dive sehen. What the fuck? Da kann er doch schießen mit seiner kleinen Krüppelwaffe oder was? Na, den werden wir jetzt aber mal eliminieren, ey. Jetzt, wo der ein bisschen grantig wird, gib es nicht, ey. Jetzt stecken wir uns sein cooles Equipment. Dann haben wir auch eine Waffe und alles. Da müssen wir rüber. Doch, steh, du Sau. Oh, oh. Na, das wollten wir eigentlich nicht, aber wir versuchen mal. Entfernung zum Ziel verringern. Ja, da sind wir dabei. Da sind wir dabei, Jungs. Oh, er wartet auf uns. Und dann gibt es jetzt direkt hier einen Fight gegen Assassinen. Ob das so gut geht. Aber schon direkt pariert. Und ja. Das war schon. Das war ja nicht der härteste Assassine. Ever. Tja. It was it. Was hat er denn dabei? Mr. Duncan Walpole. Ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havanna. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Suma su milde servidor el gobernador Laureano Torres y Ayala. Er hat die versteckte Klinge weggeworfen. Holen wir eure Belohnung. Er hat die versteckte Klinge weggeworfen. Wie kann er nur? Das Werkzeug eines Assassinen. Aber er ist natürlich ein Pirat und wie ein Pirat so tickt, er ist nur auf Geld aus und will natürlich die Belohnung. Einen Weg nach Havanna finden. Ah, dann steht ja direkt ein Schiff. Das ist ja praktisch. Dieser Schoner sollte ausreichen.
wo ist denn jetzt hier die Truhe? Hier unten auf jeden Fall nicht. Oben sehe ich jetzt aber auch nicht, dass ich da großartig hinkomme. Vielleicht hier unter diesem Wasserfall. Ist ja allgemein bekannt, dass hinter jedem Wasserfall ein Schatz lauert. Wer kennt es nicht, wer kennt es nicht? Und jawohl, wir sind jetzt auf der richtigen Ebene. Auf der richtigen Ebene, Leute, wird die Schatztruhe dann auch hell dargestellt, also weiß. Wo ist sie so ein bisschen grau, wenn ihr auf der falschen Ebene seid. Und wenn ihr dann auf der richtigen Höhe seid, dann müsst ihr euch da mal umgucken. Da ist die dann. So. Den Kaufmann befreien. Na, der Kaufmann hat da vorne wohl ein Schiff. Wurde geentert und dann befreien wir den und dann bam, haben wir sein Schiff oder was? Alter, da sind halt viele. Oh, sogar eine Schildkröte. Wie süß. Oh, das ist geil. Ich liebe das Karibik-Feeling hier. Ja, dann wollen wir mal uns verstecken. Hat er natürlich nicht gesehen, wie wir da runtergesprungen sind. Nein, natürlich nicht. So. Anpirschzonen. Bereiche mit dichter Vegetation können als Anpirschzone benutzt werden. Sie können sich darin verstecken und unbemerkt bewegen. Nutzen Sie sie, um Ihren Zielen heimlich zu nähern. Ja, machen wir doch. So wie im letzten Teil auch. Im Dickicht, da kann man am besten die Leute reinziehen und mal ganz sneaky um die Ecke bringen. Oh, es gibt neue Pfeile. Die Ausrichtung wird endlich mal angezeigt. Ja, komm. Komm mal ein bisschen näher, Junge. Komm noch ein bisschen. No, 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 no. Okay, das war zu nah. Das war zu nah. Ja, menschlichen Schild haben wir direkt gezeigt, wie das Ganze geht. Leute, das geht nämlich, indem man den einfach mal... Oh, oh, direkt verteidigen sollten wir hier. Wir haben nämlich am Anfang noch nicht so viel Leben, aber direkt die ersten Kämpfe sehen wir hier und die ersten Kampfanimationen. Und das mit den Doppelschwertern, das ist ja mal mega fett. Bam! Finish Move. Okay, die Doppelschwerter finde ich ziemlich cool. Ziemlich cool. Okay, dann looten wir hier noch ein bisschen. Nehmen mit, was wir kriegen können an Geld. Und ja, genau, der Kaufmann, der will uns auch schon alles geben, was er hat. Oh, die Schildkröten sind ja geil. Die sind ja fesch. Was ihr wollt. Ja, schmeiß mal. Guck mal, Leute. Hier, so macht man das eigentlich sneaky, aber nicht so wie ich. So, wenn wir den jetzt nehmen, dann ist ja die anderen beiden trotzdem noch da und kämpft nur mit einem, glaube ich. Wenn er denn kämpfen würde. So, sollen wir nochmal versuchen, das Ganze hier sneaky anzugehen? Weil einer hat ja gar nicht gemerkt, dass die anderen auf mich geschossen haben und alles. Na, das ist ja auch zu offensichtlich. Zu offensichtlich und den können wir hier, naja, fast ins Gebüsch kriegen. Und, alles, was ihr wollt. Ja. Der zahlt immer noch. Ja, danke, dass du mir alles zahlen möchtest. Das finde ich sehr großzügig von dir. Und mal gucken, was er sagt, der Kaufmann. Bei Gottes Gnade, Sir. Ich danke euch. Ich bin euch ewig dankbar. Ist das deins? Es ist mein Schoner. Doch hier liegt mein armer Kapitän und ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge. Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Ich bin Duncan. Wie heißt du, Freund? Steed Bonnet. Nun, Meister Bonnet, das muss jetzt unter uns bleiben. Ich reise im Geheimauftrag von seiner Majestät, dem König, Gott schütze ihn, und muss unverzüglich Havanna erreichen. Ah, das höre ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Wir haben denselben Weg. Dann sind wir verbündet. Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah. Ach was? Ja, ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich erschreckt. Aber bedenkt man alles? Dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht? Wie geil der Kaufmann drauf ist, ey. Ich eigentlich dachte, du wärst ein Pirat. Naja, aber jetzt bin ich ja beruhigt. Da gibt es wohl Schlimmeres. Oh, und wir können hier Schatzkarten looten.
Oder wie sehe ich das hier auf der Karte? Schatzkarten. Finden Sie Schatzkarten bei den Leichen verstorbener Entdecker. Die Karten führen Sie zu einem bestimmten Ort. Auf einer Insel, wenn Sie dort graben, könnten Sie Geld oder Pläne finden, um Ihr Schiff auszurüsten. Cool. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die Karte auszuwählen. Und drücken Sie Dreieck, um sie zu öffnen. Die Koordinaten führen Sie zum richtigen Ort. Und das Bild hilft Ihnen, dort die richtige Stelle zu finden. Ah, das kennen wir ja so ein bisschen aus den alten Teilen. Wo dann immer ein Bild von irgendeinem Ort dargestellt ist und dann ist da irgendwo der Schatz in der Nähe. Dieses Feature ist auch auf einem zweiten Bildschirm verfügbar. Hey! Womöglich auf meinem Tablet oder was? Ach ja, heutzutage geht ja alles Richtung, hey, wir wollen mit dem Tablet und mit dem Handy interagieren. Das ist ja lustig. So. Das hier, mal eben jetzt die Karte checken. Dafür müssten wir doch landeinwärts. Sehe ich das nicht richtig? Das müsste doch eigentlich die Truhe gewesen sein, wo wir vorhin waren. Vorne liegt das Schiff an. Da, wo der weiße Pfeil ist, da liegt, glaube ich, gerade die Leiche. Und hinten ist der Wasserfall. Und da, wo das X markiert ist, ja, da unterm Wasserfall. Sehe ich doch richtig, oder, Leute? Da hätten wir schon den ersten Schatz finden können. Den haben wir aber schon. Cool. Ist das anstrengend? Hätte ich doch den Mantel ausgezogen. Da ist die Karte, cool. Und dann können wir die mit Dreieck auswählen. Sehr nice. Ja, sehr cool. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Das Ruder des Schiffs erreichen. Ja, Leute. Oh, guckt mal, wie geil das Wasser aussieht. Ohne Witz. Und die Fische, die da drin rumschwimmen. Oh Mann, und dieses Feeling hier. Oh, es ist einfach göttlich. Es ist einfach göttlich, Jungs. Und Mädels. Und damit machen wir schon mit der ersten Folge hier leider Schluss. Ja, das war quasi die erste Folge Assassin's Creed hier. 4, bam, direkt morgen schon um 10 Uhr, mein Gott. Ah ja, coolerweise haben wir es von Ubisoft schon ein bisschen früher zur Verfügung gestellt bekommen, damit wir auch richtig geilen Scheiß hier raushauen können. Und abschließend wird es jetzt sofort noch ein kleines Gewinnspiel geben. Ich werde euch zeigen, was ihr gewinnen könnt, wenn ihr noch kurz dran bleibt. Und sonst schaltet einfach heute Abend wieder um 20 Uhr ein hier auf Pete's Meet. Da gibt es die nächste Folge und auch in den kommenden Tagen die nächsten Folgen. Es werden doch einige coole Folgen jetzt zusammenkommen. Oh, und ich werde es wieder so geil suchten. Ah, ich liebe es. Was habe ich drauf gewartet? Ey, ich hatte erst noch Angst, dass es keinen Nachfolger geben wird, nachdem die Handlung so abrupt geändert ist beim letzten Teil. Aber geil, geil, geil. Karibik, bam! Leute, haut rein. Also, Gewinnspiel gibt's jetzt noch und sonst bis heute Abend. Haut rein. Tschüss, euer Sepp. Ja, Leute, da sind wir mit dem kleinen Gewinnspiel und ihr könnt richtig geilen Scheiß gewinnen. Drei Leute von euch können richtig absahnen hier in den Kommentaren quasi. Leute, postet einfach, wie euch das Spiel bisher gefallen hat. Die ersten Eindrücke, die ihr so bekommen habt in der ersten Folge, einfach unten in den Kommentaren posten und ich werde dann den Gewinner quasi am Sonntagabend verkünden und dann einfach selber posten. Yeah, Leute, hier, der und der hat gewonnen, werde ich auf der Facebook-Seite dann auch nochmal ganz offiziell machen und ihr schreibt dann quasi uns einfach zurück und ja, mit der Adresse und dann bam, dann kriegt ihr die coolen Sachen. Und drei Leute können jetzt gewinnen. Ein cooles Assassin's Creed 3 Kapuzen-Shirt, Kapuzenpulli könnt ihr gewinnen. Dreimal quasi, also, ne, also die drei Leute kriegen einen coolen Pulli, ein cooles Assassin's Creed T-Shirt, gibt's auch noch dabei. Und einer darf sich ganz besonders freuen, der kriegt nämlich noch mehr geilen Stuff dabei. Ganz zufällig, es wird einfach einer von den drei nachher ein Paket kriegen, wo noch ein bisschen mehr drin ist als bei den anderen. Und zwar so ein cooler Pistolenanhänger, eine coole Muskete. Was gibt's hier noch? Ein cooles Assassin's Creed Kartenspiel. Gibt's noch dabei. Und ein Ledertäschchen, wo noch Geld drin ist. Assassin's Creed Geld, wie in-game. Hier richtig cool, richtig stylisch. Und als Höhepunkt eine coole Schatulle, wo noch ein Ausziehfernglas drin ist. Leute, habt ihr das schon gesehen? Ziemlich geil. Wie im Spiel, alles in so einer coolen Schatulle. Das kriegt einer, ja, ganz exklusiv. Mehr dabei neben dem Pulli und dem T-Shirt. Also drei Leute können gewinnen. Einfach nur,
posten, wie euch das Spiel bisher gefallen hat, der erste Eindruck. Und bis Sonntag gebe ich euch Zeit hier unter der ersten Folge. Und ja, nachher gibt es dann noch um 20 Uhr die zweite Folge. Also Leute, haut rein, euer Sepp. Viel Glück. Tschüss.